Hallo, ich bin's, Karin von Stempelpünktchen. Heute mit dem letzten Video zur Reihe 1 Set 5 Tage 25 Ideen zum oder zur Produktreihe Schnecken per Schneckenpost. Und ja, ich habe heute, das schaut von oben noch nicht nach viel aus, diesen Mini-Rittersport. Spender. Die Idee habe ich von Jana, von Janas Bastelwelt. Ich habe nur die Höhe etwas verändert, da in meiner Rittersport-Mini-Verpackung 10 so kleine Täfelchen drin waren und ich die Höhe deshalb so angepasst habe, dass diese 10 genau hineinpassen. Ich mache hier mal auf. Es sind keine 10 mehr. Ich habe schon etwas genascht. Aber 10 würden sich ausgehen. Die kann man hier oben mit Deckel einfüllen. Und hier unten ist so eine kleine Schnur mit Herz dran. Da kann ich dran ziehen. Dann kommt zwar die Schokolade nicht ganz nach draußen, aber so weit entgegen, dass ich mit den Grifflöchern hier an der Seite die Schokolade schön erreichen kann und rausziehen kann. Und also jetzt habe ich es nicht gezeigt, was passiert, wenn ich sie rausziehe. Die nächste fällt nach und ich kann mir irgendwann die nächste Schokolade nachholen. Genau, das ist unser heutiges Projekt und dafür verwenden wir als allererstes ein großes Blatt Farbkarton in Kirschblüte und zwar mit den Maßen 23 x 18 cm. Und wie könnte es anders sein? Wir nehmen uns das Schneid- und Falzbrett zur Hand und falzen nun. Und zwar an der langen Seite bei 6 cm. Bei 11 cm bei 17 cm und bei 22 cm. Und dann noch an der kurzen Seite bei 5 cm und bei 6,5 cm. Im nächsten Schritt, bevor ich irgendetwas anderes mache, klebe ich mir das Designerpapier auf. Dafür habe ich bereits zurechtgeschnitten Folgendes, und zwar zwei Stücke mit den Maßen 4,5 cm mal 11 cm und zwei Stück mit den Maßen 5,5 mal 11 cm. Wie gesagt, die klebe ich mir jetzt einfach mal auf die passenden Flächen hier auf unserem Farbkarton auf. Wenn wir das Papier dann fertig aufgeklebt haben, dann nehmen wir noch einmal das Schneid- und Falzbrett zur Hand. Und dann legen wir uns das Papier hier so an, dass hier der Boden sozusagen ist, bei 8 cm. Und hier schneiden wir dann
von 9,5 Zentimetern. Also, ich habe ja übrigens das metrische Lineal. Also 9,5 cm sollte diese Linie hier anzeigen. Das ist gar nicht mal so einfach. Das war mit dem alten Schneidbrett und diesem Pfeil, der vorstand, etwas besser zu sehen. So, runter bis 18,5 cm. Dann verschieben wir das Papier und zwar auf die Position von 9,2 cm und schneiden noch einmal von 9,5 cm bis 18,5 cm. Gut, und wenn wir das gemacht haben, dann drehen wir das Papier und legen es an, einmal, also diese Klebelasche jetzt hier an die, an der linken Seite, und zwar bei 4,5 cm an, und dann können wir hier verbinden die beiden Linien, und zwar das müsste dann genau von 8 bis 9,2 cm sein. So, und dann lässt sich das hier auf der einen Seite auch schon ganz gut rausdrücken. Und ich schiebe dann aber noch weiter auf 13,5 und auch hier verbinde ich wieder die beiden Schnitte miteinander und zwar zwischen 8 und 9,2 cm. Und dann lässt sich dieses Stück hier rausnehmen und ja, das ist genau das, was wir wollen. So, wenn wir jetzt schon das Schneid- und Falzbrett noch zur Hand haben, dann nehmen wir auch noch gleich das Stück für den Deckel. Das ist ein weiteres Stück Farbkarton in Kirschblüte mit den Maßen 8,2 x 9,2 cm. Und dieses falzen wir jetzt rundherum bei 1,5 cm. Dann machen wir kurz den Deckel fertig. Das heißt, ja, wie wir das eben so kennen von irgendwelchen Boxen oder Deckeln, gehen wir hierher und an den durch die Falzlinien entstandenen Quadraten schneiden wir ein bis zur Querfalz und schrägen dann die Laschen ab, damit so eine Klebelasche entsteht, und machen das bei allen vier entstandenen Quadraten hier an den Ecken. Dann nehme ich mir mein Falzbeil zur Hand und falze einmal alle entstandenen Falzlinien beim Falzen nach und klebe dann mit Hilfe der Klebelaschen und Flüssigkleber mein Deckel zusammen. Okay, so, dann widmen wir uns wieder dem Hauptteil der Box. Als allererstes gehe ich jetzt mal her und falze auch hier alle Falzlinien nach. Und diese
falte ich so, dass sie quasi einmal normal gefalten und einmal gegengleich gefalten ist, so dass da so eine Art, ja, gerades Z oder ein Blitz, ein Blitz ist das, entsteht. Und dann nehme ich mir wieder die Papierschere und schneide erstens einmal von der Klebelasche den unteren Teil weg, also den langen Hauptteil der Box lasse ich bestehen, aber schräge ich an beiden Enden der Klebelasche ab. Und vom Boden, da schneide ich überall nach oben bis zur ersten Querfalz und die wenigeren breiten Teile, die schneide ich ab und schräge hier auch beide Seiten ab, so dass auch hier wieder so Klebelaschen entstehen. So, dann drehe ich das Ganze um und gebe Flüssigkleber hier in diese 1,5 cm breite Fläche. Und zwar von hier bis nicht ganz nach vorne hier. Also hier lasse ich so circa 1 cm frei, wo ich keinen Kleber drauf gebe. Und dann klebe ich diese 1,5 cm Fläche hier nach oben. So, bevor ich jetzt noch weiteres mache, nehme ich mir ein Stück von dieser Klebelasche. Es muss nicht viel sein, die mir übrig geblieben ist. Einfach ein kleines Stück und diesen Faden hier, also die Kordel, die auch in der Produktreihe dabei ist. Und da nehme ich mir circa ein, ja, sag mal, etwas länger als 15 cm langes Stück. Kürzen kann man immer noch. So, und das hier wird ja dann unsere Rückwand, wenn sich das Ganze so zusammensetzt. Und damit ich nicht nachher herumfrimmeln muss, was ich persönlich hasse, dass ich diesen Faden noch hineingeklebt bekomme, mache ich das jetzt gleich noch, bevor ich das Ganze zusammenklebe. Und zwar, ich gebe mir etwas Flüssigkleber auf dieses Reststück Farbkarton und klebe, was sind das, 3 cm über diesem jetzt hochgeklebten Stück mittig circa diesen Faden an. Dann sollte mir der aufgrund der Unterstützung mit dem Farbkarton erstens gut halten. Und ja, ich muss eben dann, wenn die Box schon mal zusammengeklebt ist, nicht mehr lang herumkleben im Inneren der Box, was sehr dumm wäre und anstrengend. Okay, also diese Lasche hier klappe ich nach unten, die andere nach oben. Dann gebe ich das Ganze einmal so zusammen und das Ziel ist jetzt, diese Klebelasche mit Flüssigkleber zu bestreichen und dann hier drunter zu schieben. Deshalb haben wir das vorher noch nicht angeklebt, diesen Teil. Und ja, ich gebe jetzt also auf diese Klebelasche einmal, das war jetzt vielleicht sogar etwas viel Flüssigkleber, noch ein bisschen verteilen. Und dann, wie gesagt, versuche ich das möglichst gut hier da so reinzustecken,
und dann das Ganze auszurichten, so dass sich das jetzt schön zu einer kleinen Box zusammenzieht. So, den Faden hole ich mir jetzt kurz da beim oberen Teil wieder raus, damit er mir nicht im Weg ist. Und jetzt nehme ich den Boden her. Ich habe hier ja zwei große und zwei kleine Laschen. Und als allererstes gehe ich her und hole mir die kleinen Laschen hier so zur Seite und gebe auf die obere Seite dieser kleinen Laschen Flüssigkleber. Und dann klappe ich die nach unten und mit dem Falzbeil kann ich den Farbkarton von oben dagegen drücken und mit dem Finger diese Laschen auch dagegen halten und ich kann hier auch, seht ihr, da reingreifen, das funktioniert eigentlich auch ganz gut, in unsere Spenderrille eigentlich und einmal diese Laschen am oberen Teil festdrücken und dann kann ich über die restliche Fläche hier noch Flüssigkleber geben und den zweiten Teil hier drauf drücken, so dass ein stabiler Boden entsteht. Und dann kann ich diesen Faden wieder nach unten rauspurzeln lassen und habe das schon mal fertig. So, was fehlt uns jetzt noch? Uns fehlt als allererstes einmal eine Schokolade. Ganz wichtig, einmal hineinpurzeln lassen, den Deckel drauf. Den Deckel wollen wir jetzt noch verzieren. Dafür habe ich erstens einmal aus dieser Stanzform hier auch Kirschblüten, rosa quasi oder Farbkarton in Kirschblüte einfach nur ausgestanzt und ich klebe den jetzt einfach zur Verzierung auf den Deckel. Flüssigkleber dann nicht ganz bis zum Rand raus schmieren, weil, wie wir gleich feststellen werden, das vorne und hinten etwas überschaut und jetzt ist die Schokolade hops gegangen. Das soll auch so ausschauen, okay. Also nicht das mit der Schokolade, sondern dass das übersteht hier. Seht ihr das da? Steht das über. So, und außerdem habe ich mir hier ein Stück flüsterweißen Farbkarton zugeschnitten. Und zwar, ich brauche meinen Schummler mit den Maßen 4,8 x 5,1 cm. Und ich nehme mir jetzt das Stempelkissen in Kirschblüte und eine der neuen Blending Brushes oder Blending Pinsel. Und da tupfe ich einfach mal in das Stempelkissen hinein und dann einmal hier ab und dann fange ich an vom Rand hier mit kreisenden Bewegungen zu arbeiten. Und wie ihr seht, umso öfter ich da drüber gehe, umso dunkler wird das. Das heißt, ich kann hier Farbverläufe kreieren, indem ich über gewisse Stellen öfter und über andere Stellen weniger oft drüber pinsle. Und genau das will ich jetzt machen. Das heißt, im hinteren Bereich des Farbkartons will ich viel Farbe haben und das sehr dunkel haben, während ich einen Mittelübergangsbereich habe, der hellrosa ist und dann am Ende sogar
in Weiß übergeht. So, das gefällt mir schon ganz gut. Das lasse ich auch gleich so. Dann nehme ich mir das Stempelkissen in Memento und den Stempel mit dem Spruch Hallo und stemple hier das Hallo einfach einmal so schräg drüber. Und aus dem Designerpapier habe ich mir diese Sprechblase mit dem roten Herz hier ausgestanzt und das klebe ich jetzt einfach zu meinem Hallo dazu. Und das Ganze kommt jetzt auf den Deckel. Meiner Schachtel mittig drauf auf diese ausgestanzte Briefmarke. Dann bin ich auch schon fast fertig. Also mein Mechanismus mit der Schnur funktioniert auch schon. Mir kommt die Schoki schön entgegen. Die Schnur ist mir allerdings noch etwas zu lang, aber das kann ich gleich noch korrigieren. Ich habe mir außerdem mit dieser Stanzform hier zwei glutrote Herzen ausgestanzt und gebe jetzt auf eins der Herzen Flüssigkleber und schaue, welche Länge ich vom Band haben will. Gebe das Band hier mittig drüber und das zweite Herz lege ich mir exakt über das erste. Ich hoffe, es funktioniert. Drücke das Ganze zusammen, bis der Flüssigkleber etwas angezogen ist. Und dann nehme ich die Papierschere und schneide einfach den Faden, wenn ich es schaffe, hier am Ende des Herzens ab. Ja. Und das war unser Rittersport-Mini-Spender mit dem Produktpaket per Schneckenpost oder einfach nur Schneckenpost. Ja, ich hoffe, euch hat die Videoreihe gefallen. Und ja, vergesst nicht, auch heute noch die Projekte meiner Demo-Kolleginnen von Fräulein Erperli, Lilan Linz, Stempel Mano und Werkstickel anzuschauen. Und auch heute seid ihr noch einmal aufgerufen, auch selbst Ideen mit dem Hashtag 1Set5Tage25Ideen zu posten, die wir dann selbstverständlich reposten werden. Und meine verwendeten Produkte und die Maße für dieses Projekt findet ihr wie immer auf meinem Blog www.stempel.at. Und wir sehen uns dann beim nächsten Dienstags-Do-It-Yourself-Video am Dienstag wieder. Okay, bis dann. Tschüss!